alle, die das Album hören, werden ihre eigenen Visionen dazu haben. Und ich finde Kaskaden deswegen so spannend, weil es erstmal ein sehr komplexes Wort ist mit vielen verschiedenen Ebenen. Ob man jetzt direkt auf den Ursprung des Wortes, auf Wasser, Fall, Kaskaden, Stufen geht oder ob man sich einfach emotional mit diesem Wort beschäftigen möchte und sagt, es gibt verschiedene Entwicklungen, die aufsteigen, einen Wendepunkt haben, wieder herunterfallen, gibt es Sprünge oder ein konstantes Fließen oder alles gleichzeitig. Das sind so Dinge, die sich durch alle Stücke ziehen. Wir spielen viel auf der Suche nach der Freiheit. Natürlich, dass die Komposition und der Sound von Julia sehr viele ausgefeilte, aber trotzdem Experimente mit verschiedenen Klängen, mit verschiedenen Intervallen und auch immer die Suche nach neuen Klängen, nach interessanten Klängen. Und wenn es dann wirklich drauf ankommt und wir spielen, dann spielen wir einfach und haben Spaß damit und sind so frei, wie wir eben sind. Vom neuen Album sind viele neue Kompositionen von mir zu erwarten, die sich eigentlich über die ganzen letzten Jahre seit den letzten Alben entwickelt haben. Ganz viele Querverbindungen, die wir neu entdeckt haben, die es vorher nicht gab. Komplexität, Vielschichtigkeit und auch neue Konzepte überhaupt zu komponieren. Das steckt alles in unserem dritten Album drin. Am analogen Aufnahmeprozess ist für mich das Interessanteste, dass man weniger Wahl hat, beziehungsweise man muss Entscheidungen früher treffen. Wenn man analog aufnimmt, wir haben direkt auf Band aufgenommen, das heißt, auf dem Band ist limitierter Platz, wir können nicht unendlich viele Takes machen und schneiden geht auch nicht, weil das bedeutet Schere und Kleber und man hört die Schnitte. Das heißt, Schneiden ist eigentlich keine Option. Das heißt, wir müssen ganze Takes spielen und wir müssen uns direkt entscheiden, war der Take gut oder war der Take nicht gut. Ich habe auch im Moment des Aufnehmens direkt gemerkt, dass jeder Take von einem Stück eine ganz andere Wertigkeit bekommt. Irgendwie eine ganz echte, direkte Bedeutung im Moment, dass ich immer vorher gedacht habe, das ist es jetzt, das muss es jetzt werden oder das ist jetzt der Take. Und das hat total Spaß gemacht. Es war fast wie so eine Erleichterung. Geh nicht von dem Perfekten aus, geh nicht davon aus, dass man es nochmal replizieren kann und dass man später noch irgendwas daran ändern wird. Für mich hat es sich angefühlt wie so ein Spiegel ganz nah von meinem eigenen Gesicht. Für mich ist die Musik vielleicht sogar die direkteste Entsprechung. Das heißt, es ist eine sehr persönliche und sehr emotionale Sache für mich. Und dann zu wissen, das ist es jetzt und es ist gut so. Da gab es halt so diesen Moment, boah, endlich klingen wir eigentlich so, wie wir immer klingen wollten.